Servus liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich meinen Schnurrbart bearbeiten, denn er ist in letzter Zeit etwas außer Kontrolle geraten. Leute, die meine Videos verfolgen, wissen ja, dass ich das Schnurrbart-Experiment mache. Das wird dann ein eigenständiges Video von Anfang bis zum Ende meines Experiments. Also es gibt da keine wöchentlichen Updates. Aber ich habe mir gedacht, heute ja, schneide ich mal den Schnurrbart zurecht. Zumindest probiere ich das. Sollte ich dabei jetzt irgendwie scheitern, gehört das auch irgendwie zum Experiment dazu. Ich habe jetzt schon auf verschiedenste Arten probiert, meinen Schnurrbart unter Kontrolle zu bekommen. Was ihr hier seht, ist im Grunde Wildwuchs über ein paar Monate. Eins kann ich schon mal feststellen, mein Schnurrbart, der wächst sehr gut, auch wenn es leider nicht so viele Schnurrbarthaare sind. Die da sind, die hören nicht auf zu wachsen und werden immer länger. Wenn ich die jetzt da über meinen Mund käme, könnt ihr das mal sehen, wie lang diese Schnurrbarthaare eigentlich sind. Die gehen schon... ja, fast bis zu meinem Kinn runter. Wenn ich sie jetzt ziehen würde, dann ja, erreichen die schon mein Kinn. Aber was ihr auch sehen könnt, wenn ich sie so runter kämme, dass man meine Lippe durchsieht. Das heißt, das ist nur ein Vorhang, ein dünner Vorhang aus Barthaaren. Leider eben fehlt da ein bisschen die Substanz. Wenn das jetzt dicker wäre, wenn da mehrere Haare wären, dass das eben wirklich auch eine Masse ergeben würde und nicht nur so einen dünnen Vorhang, dann könnte man mit diesem langen Schnurrbart eben auch wirklich gewisse Schnurrbartformen tragen, wie zum Beispiel eben so einen Walrossbart. Der schaut ja dann so aus, dass der da über die Lippen drüber geht und dann schneidet man unten da noch eine schöne Linie rein und dann kann man einen Walrossbart tragen. In meinem Fall ist er aber einfach zu dünn. So, die Lippen schauen durch. Man sieht hier, ich habe eine dichtere Stelle, dann kommt eine offene Stelle hier links und rechts, nämlich auf beiden Seiten. Dass der Bart oder der Schnurrbart dann so undicht aussieht, auch einen gewissen Winkel sieht er leider relativ undicht aus. Das sind so die Probleme, mit denen ich jetzt im Moment kämpfen muss. Bevor ich mich hier hingesetzt habe, um eben meinen Schnurrbart zu begutachten und mir auch zu überlegen, wie ich denn den Schnurrbart trimmen werde, habe ich mir den zurecht geföhnt. Also eigentlich mein Standard-Workflow. Ich habe den Bart gewaschen und dann mit einem Föhn, einer Rundbürste in Form geföhnt. Also mal hier auch den Kinnbart und den Wangenbart. Das war eben die Vorarbeit für dieses Video. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich mit meinem Schnauzer? Was mache ich mit dem nur? Es ist irgendwie hier in diesem Licht nicht erkenntlich oder sieht man eigentlich gar nicht so genau, was ich eigentlich meine, wo meine Problemstellen sind. Es ist eben gar nicht so einfach, das zu zeigen. In der Kamera wirkt das oft ganz anders, als es in echt wirkt. Im Echtlicht draußen wirkt es auch anders, als in dem Scheinwerferlicht. Und ja, das sind alles so Faktoren, die es einem wirklich schwer machen, Entscheidungen zu treffen. Aber heute müssen Entscheidungen fallen. Also, was mache ich nur? Was tue ich nur? Im Grunde möchte ich... ja, den wilden Charakter ein bisschen eindämmen. Und dafür muss ich mir hier diese Seite anschauen, wie lang sind denn die Spitzen vom Schnauzer. Also ich glaube, ich werde mir hier die Enden vornehmen und die ein bisschen kürzen. Und dann überlege ich mir auch, ob ich nicht hier ein bisschen kürze. Zumindest die ersten paar Haare, damit dieses hier in den Mund reinfallen ein bisschen eingedämmt ist. Denn ja, auch beim Essen und so, zieht es dann die oberen Haare in meinen Mund rein. Und ich beiß drauf. Manchmal bleiben mir sie sogar die Haare zwischen den Zähnen hängen, was ziemlich lustig ist, aber auch irgendwie sehr nervig. Also, das ist das Konzept. Und wenn ich eben, wie schon am Anfang gesagt, hier einen Fehler mache und das komplett in die Hose geht, ist das einfach Teil des Prozesses. Es ist Teil des Lernprozesses. Natürlich gibt es Videos auf YouTube, wo Leute so ihren Schnurrbart bearbeiten auf verschiedenste Arten und Weisen. Aber es ist halt auch so, dass jeder einen unterschiedlichen Schnurrbart hat. Und wenn deiner nicht genau zufälligerweise ähnlich ist wie der von demjenigen, der da ein Video darüber macht, dann ja, sind die Umstände eben ganz andere. Das heißt, man kommt eigentlich nicht darum herum, selbst ein bisschen zu experimentieren, seinen eigenen Bartwuchs wirklich kennenzulernen und auch den Umgang damit kennenzulernen. Also, was verwende ich jetzt für diese Operation? Einmal diesen Kamm. Einen ganz normalen Kamm, dann eine extra Schnurrbartschere, die ist sehr kurz
und ist sehr spitz. Und mit der kann man sehr präzise einzelne Barthaare zurechtschneiden. Und dann habe ich noch hier so ein kleines Spiegelfragment. Das werde ich auch nutzen, denn ja, ich habe zwar hier einen Spiegel aufgebaut, aber der ist relativ weit weg. Und da geht es um Details, deshalb ja, werde ich den auch verwenden. Das gesagt, legen wir mal los. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen reinzoomen, dass ihr auch mehr seht von meinem Schnurrbart. Und hoffentlich in einer guten Qualität auch. Und hoffentlich stellt die Kamera scharf. Ist auch irgendwie gemein, wenn man dann sich den Bart schneiden anfängt. Und genau in dem Moment sieht er gar nicht so schlecht aus. Das ist dann irgendwie ein bisschen fies. Weil man dann denkt, ja, dann lasse ich es doch einfach so. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich die Haare so reinkämme. Und dann kann ich vielleicht hier eine Linie schneiden. Es ist echt wichtig, dass man genau sieht, welche Haare man erwischen möchte. Ich möchte wirklich nur die in der Mitte hier ein bisschen kürzer machen. Beziehungsweise eben anpassen. Und hier sollen die alle wieder lang sein. Aber man sieht schon, also das habe ich schon ein bisschen gekürzt. So einen Zentimeter ungefähr. Und hier habe ich das jetzt auch gekürzt. Im Moment bin ich ganz zufrieden. Ich denke, ich habe alle erwischt, die ich erwischen wollte. Das ist auch immer wichtig, den Winkel zu beachten. In der Kamera sieht man jetzt gar nicht so viel, aber ich finde, dass das hier schon viel ordentlicher aussieht als das. Das sieht nur ordentlicher aus, weil es gerade gut liegt, aber wenn es ein bisschen schlechter liegt, dann ja, fällt die Form komplett auseinander. Hier ist die Form jetzt viel kompakter und stabiler dadurch, dass ich eben diese Schwachstelle hier bearbeitet habe und ja, da beim Ende, da kommt es eben darauf an, auf was man aus ist und welchen Geschmack, welchen Look man eigentlich darstellen möchte. Aber ja, also bis jetzt scheint meine Operation erfolgreich zu sein und jetzt kommt der Punkt, wo es wirklich schwierig wird, beziehungsweise wo oft viele Fehler passieren und mir heute auch ein Fehler passieren kann, wenn ich es falsch mache, und zwar eben die andere Seite anzugleichen. Und ja, da muss man sehr vorsichtig sein, denn wenn es dann da komplett anders aussieht als auf der Seite, dann passt man die Seite wieder an und dann geht es so hin und her. Ja, und wenn man nicht aufpasst, sind dann alle Haare plötzlich weg. Das möchte ich heute vermeiden, deswegen werde ich hier besonders vorsichtig sein beim Angleichen der zweiten Schnauzerseite. So grob bin ich jetzt aber schon so weit, dass ich sage, okay, ich komme ungefähr dorthin, wo ich hin möchte. Sind die Schnauzerhaare so lang wie meine jetzt, dann verändert sich das Bild extrem, in welche Richtung die gekämmt sind. Also wenn ich sie nach unten kämme, sieht das komplett anders aus, als wenn ich sie auf die Seite kämme. Und deswegen, ja, muss man auch irgendwie schauen, immer wohin sind die Barthaare gekämmt, wenn man die beiden Barthälften miteinander vergleicht. Sonst bekommt man den falschen Eindruck und dann ja, korrigiert man Dinge, die vielleicht gar nicht korrigiert werden müssen oder überkorrigiert etwas. Und das führt dann letztendlich auch nicht mehr zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Aber da muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein, weil da ist ganz schnell zu viel weggeschnitten. Ja, das ist jetzt so eine Arbeit, da geht es sehr ins Detail hinein, geht es wirklich dann fast bald um einzelne Barthaare, ob man die richtig erwischt hat. Man muss natürlich immer wieder in andere Richtungen kämmen, den Winkel immer verändern, so wie ich vorher schon gesagt habe, und dann halt ein bisschen langsam Barthaare wegnehmen, dass es eben auch von verschiedenen Winkeln funktioniert. Also ich bin jetzt schon sehr zufrieden eigentlich im Vergleich zu vorher, wie eben schwierig das war, die Form zu kontrollieren. Und jetzt fallen die Haare eigentlich schon fast, ja, eigentlich sehr zufriedenstellend in meinen Augen. Der Schnauzer ist noch immer mächtig vorhanden, aber es wird jetzt wesentlich einfacher sein, die Form zu kontrollieren. Und von daher muss ich sagen, bin ich eigentlich jetzt ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt aussieht.
Habt ihr euch euren Schnurrbart schon mal lange wachsen lassen und kennt ihr die Probleme, die ich heute beschrieben habe? Wie geht ihr damit um? Schreibt das doch vielleicht in die Kommentare. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hier mit dem kleinen Spiegel meinen Schnurrbart kämmen und noch ein paar Haare wegschneiden. Aber viel wird sich jetzt nicht mehr verändern. Ich habe die Haare hier in der Mitte kurz gemacht und hier am Rand auch ein bisschen versucht zu kontrollieren. Soweit war die Operation erfolgreich. Es fehlt mir jetzt nicht plötzlich eine halbe Schnauzerhälfte, beziehungsweise ist nicht der komplette Schnauzer jetzt kurz wieder. Also von dem Standpunkt aus gesehen war das heute ein voller Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie immer vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und eure Abos und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Servus.